Hi ho, das letzte Mal oder eher gesagt, das vorletzte Mal, je nachdem wie ich gleich hochlade, habe ich euch von einem neuen Projekt erzählt. Und zwar, das ist ja so ein bisschen ein grüner Kanal, kann man jetzt nicht bestreiten. Und da habe ich mir gedacht, das passt hier eigentlich rein. Und zwar, ich habe mir ausgedacht, wenn ich so mit einem Rolltrainer ein bisschen Sport mache, was ja im Winter nicht zu vermeiden ist, weil es ein bisschen kalt ist meistens im Winter. Meistens. Habe ich mir gedacht, jo, dann tun wir doch einfach die verpuffende Energie ein bisschen nutzen. Und das habe ich einfach so gemacht. Ich habe hier mit ein bisschen Aufwand den Dynamo hier in den Rahmen integriert, sodass ich erst einmal so den Strom generiere. Das fließt dann hier weiter, wird dann einmal geerdet. Moment, das zeige ich euch. Wird dann einmal geerdet am Rahmen und fließt dann hier weiter zum eigentlichen Herzstück, warum ich die Geschichte gemacht habe. Und zwar, hier ist ein Akku, der wird aufgeladen. Momentan ist er, glaube ich, bei 66%. Ja. Der wird aufgeladen, mit dem kann ich, was weiß ich, ein Handy aufladen, GPS-Gerät oder irgendein Schnickschnack halt. Das ist recht lustig, weil so nutzt man die ganze Geschichte und war auch ein bisschen Abenteuer, das Ganze sich bauen zu lassen und so. War ziemlich lustig und funktioniert auch. Also wenn man jetzt hier sieht, treiben wir mal das Ganze an, dann schafft es. Ja, so läuft es. Klasse Sache. Also war ganz lustig, billig, auf keinen Fall. Ich habe mir da einen ordentlichen Dynamo geholt mit einem Leistungswirkungsgrad von 40%. Ist sehr gut, weil ich wollte halt ordentlich Strom generieren. Das Ganze, Moment, da muss ich so ein bisschen demontieren, wird dann weitergegeben zu einem Spannungsübersetzer, der hier drin ist. Weil man kann halt einfach so die abgegebene Energie vom Dynamo in den Akku leiten. Das würde die ganze Sache ziemlich kaputt machen. Das ist da dieser Übersetzer. Da kann man umschalten zwischen Licht und USB. Aber da ich ja kein Licht habe, bleibt es dauerhaft auf USB. Und vom Übersetzer geht es zum Lithium-Akku, der das Ganze dann nutzt. Ja, also es war nicht ganz billig. Im Endeffekt habe ich da schon einen Huni geblättert. Aber ich habe da in Sachen Aufbau und sowas gelernt. Ein bisschen auch in Elektronik. War ein lustiges Experiment und das wollte ich euch mal zeigen. So, schön. Bis zum nächsten Mal. Ciao.